Na, das sieht doch richtig cool aus, oder? Guten Hunger. Wir wollten eigentlich was essen gehen im Restaurant, aber es hat noch nicht geöffnet. Und jetzt fragen wir mal, wann die hier das Restaurant aufmachen, damit wir was essen können. Alles zu. Hier ist alles zu. Alles zu, zu, zu. Self-Service. Oh, alles zu. Keine größeren Tiere. Cool. Oh, oh, die sind richtig fröhlich da, ne? Hoffentlich sieht man das auf der Kamera. Ja, wir sind froh, dass wir an alles gedacht haben. Wie zum Beispiel Wasserkocher, Kaffee und ein bisschen was zu essen. Denn das Restaurant macht ja erst um 8 Uhr hier auf heute Abend. Das ist uns etwas spät und deshalb wird schon mal etwas vorgespeist. Guten Hunger. Hier! Hier direkt vom Boot! Da! Ja, oh ne, das sind Vögel! Hier sind wir nur Gäste. Ja, dann noch mehr. So, Sachen sind geparkt, es ist 7 Uhr morgens. Müssen unsere Kabine schon verlassen. Und jetzt suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen hier irgendwo an Deck. Da stehen schon die Ersten an der Cafeteria und warten auf ihren Kaffee. Wir haben unseren selbst gekocht. Jetzt sind wir hier an Deck, weil es doch viel schöner ist hier draußen als da drin. Da drin ist es total stickig und es stinkt nach Zigaretten. Es ist noch ganz dunkel. Und wir fahren eine ganze Stunde früher in Barcelona ein, als ursprünglich auf dem Plan stand. Wir sollten ja erst um 9.15 Uhr ankommen. Jetzt kommen wir scheinbar um 8.15 Uhr an. Schauen wir mal. Zweite Beerdigung auf unserer Reise. Zwei Knudi, oh, diese wunderbare und so oft begleitende Thermoskanne. Aber sie ist tot, sie leckt ohne Ende. Der Deckel ist kaputt, also wird sie jetzt entsorgt. Barcelona! Hey! Das ist unsere Fähre! Da vorne, links! Richtig cool, wenn auch die Fahrradfahrer hier an die Verkehrsregeln halten würden.
schwierig, ne? Ich auch. Ich glaube, jetzt haben wir uns zur Hochzeit gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist schon ganz einfach. Nicht gut. Ja, jetzt musst du auf mich warten. Hast du gesehen? Da ist ein Doppelfahrer, der fast nämlich reingefahren. Den hat nicht gesehen, dass die Ampel rot war für ihn. Ist hübsch. Sind wir da? Der Blick von der Dachterrasse in St. Just. Super cool. Wir sind hier in St. Just. Des Wern. Das ist ja, sozusagen nicht direkt ein Stadtteil von Barcelona, aber eine kleine Ortschaft, die direkt angrenzt. Da wohnen unsere Freunde Isabel und Agustin, die wir so in unserer Studentenzeit kennengelernt haben. Und das ist hier mal so ein kleiner Eindruck, wie es hier so aussieht. Die Weihnachtsbeleuchtung. Wir feiern hier gerade Isabels Geburtstag vor. Ja, das sieht echt gut aus. So, was ist das jetzt? Cannelloni. Hier könnt ihr mal sagen, ja? Mhm. Ja, ja. So. Mies-Muscheln mit Pesto, Tomate, Aioli. Und dann gegrillt. Na, das sieht doch richtig cool aus, oder? Das ist unsere Runde, Dirk, Agustin, Isabel und Flavia und ich. Guten Appetit. Da sind sie ja wieder. Ja, Agustin ist doch auch schon da. Wir haben auf euch gewartet. Sie haben schon eine geraucht. Ja, so. Hier haben wir die nächsten da. Also die sind hübsch und weißt du was, ich werde die nächsten Tapas. Ich werde die Tapas auch nachmachen, weil die sehen auch so wie... Wie heißen sie? Cresta. Cresta ist... Was der Hahn hat. Was der Hahn. Köpfchen. Super. Und ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Danke, das habe ich jetzt bei BeReal hochgeladen. Nein. Warte, wir werden gefilmt. Nee, also jetzt das nicht, eh? Das nicht? Wir haben jetzt Heinrich Sohnreich gerade aufgenommen. Der seine Frau mit. Was hast du erzählt? Das war Herr Bürger, der das gemacht hat. Genau. Der Autor der Nazi. Der Nazi-Autor. Der hat langweilige Romane geschrieben. Burg auf Glock. Burg. Achso, Glock, nicht Rock, stimmt. Burg auf Glock. Ja, da gehen wir jetzt hin zum Burg auf Glock. Und da werden wir jetzt die nächsten Tapas testen. Genau. Schauen wir mal, was es gibt. Ich fand das cool über Martin Luther immer die Geschichte von, wie er religiös wurde, einfach das in einem Sturm. So, als Nachtisch gibt es jetzt noch ein Eis. Hier jetzt mal voll das coole Eis hier. Cheesecake und Kokos ist schon weggegessen.
Wann machen Sie die Augen auf? Eine Woche. Okay. Du bist doch ohne Namen. Nein. Oh, guck, bitte schön. Versuchen Sie sich da aufzurichten so ein bisschen, ne? Den Beinen durchstrecken. Ja. Ein wirklich schöner Besuch bei unseren Freunden. Doch nun geht es mit den neuen Akkus von Utopia weiter durch Spanien. Wir sind sehr gespannt.